Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos auf Deponia, wo ich mich wieder in einer neuen Aufnahme befinde und wieder mal gar keine Ahnung habe, wo wir überhaupt sind und wo wir uns befinden. Ich meine, wir befinden uns auf Bosos Kutter, das stimmt schon. Allerdings brauchen wir... ach ja. Okay. Wir haben den Klopfzeichenzettel. Da haben wir das letzte Mal versagt. Das können wir erst montieren, wenn Goal einen Regenschirm hat und in einem Eimer voll Wasser steht. Mit den Bananen können wir sonst was machen. Der Köderfisch fungiert nicht als Köder. Die Fernbedienung, damit können wir zwischen Baby Goal und wie heißt sie nochmal? Krawall-Goal hin und her wechseln. Durch den Reifen müssen wir keinen Delfin springen lassen, in Klammern hoffe ich. Und auf dem Schlauch steht Rufus, weil er sich unter seine Schuhsohle gewickelt hat. So, das kann ich noch sagen. Den Rest leider nicht. Hier oben können wir auch nichts machen, da wären nämlich Fische drin. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Am Nordpol, wie es scheint. Jawohl. So, den Schlauch haben wir ja von hier, oder? Moment, den Schlauch müssten wir von hier haben. Das können wir... Was sagt man dazu? Jetzt kann ich endlich meine Füße waschen. Oder meine Zähne putzen. Oder die Blumen gießen, die ich dem Waisenhaus spenden wollte. Als ob. Okay, gut. Soweit ich das sehe... können wir hier nicht mehr allzu viel machen. Wir können auf die Klingel drücken... Nordpol können wir uns ansehen, das Schild können wir uns ansehen. Irgendwie komme ich nicht weiter. Klar, war ja auch klug von mir, einfach das Spiel zu unterbrechen. Isla Obacht. Ich gehe mal dahin, einfach das Spiel zu unterbrechen, während ich gerade feststecke. Genau, mit einer Banane haben wir den Dieselgenerator ausgeschaltet. Das stimmt schon mal. Hier steht Goal rum. Auf diesem Plateau brauchen wir einen Eimer voll Wasser. Und einen Regenschirm brauchen wir. Die Pumpe funktioniert nicht. Der brennende Reifen. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Okay. Gut. Können wir in Portafisco noch irgendwas machen? Straßenschlucht. Da haben wir den Reifen hier. Der brennende Reifen fehlt. Ja, okay. Vielleicht einen Schlauch anzünden. Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt? Ja, das frage ich mich natürlich auch, Rufus. Das frage ich mich natürlich auch. Kann ich den Fisch vielleicht braten? Warum sollte ich... Okay, gut. Warum sollte ich... Hallo, hör auf. Okay, gut. Da oben stehen Organons. Hier ist auch ein Organon. Ich habe keine Ahnung. Goon braucht was zu essen. Goon braucht einen Stiefel. Wo ich den allerdings herbekomme, habe ich keine Ahnung von. Hier gibt es nur den Typen da. Den brauche ich nicht. Goon braucht einen Stiefel. Ich gehe noch mal ganz kurz hier hin. Knopf. Ja. Okay. Plus, minus, plus. Ja. Okay, okay. Gut, dann, nein, überspringen will ich das noch nicht, ehrlich gesagt. Warte mal. Kann ich... Warte, gibt's hier irgendeinen Hinweis darauf? Moment, geh mal weg, Rufus. Hier die Löcher? Nein, nicht wirklich. Die Klappe können wir öffnen, das weiß ich auch noch. Da haben wir den Stromumkehrer eingesetzt. Da haben wir hier einen Tank. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Ja. Da ist leer, das stimmt schon. Sonst haben wir ja nichts mehr. Alte Antriebsturbine. Kann Goon vielleicht einen brennenden Reifen essen?
Nicht nötig. Er hat ja seine brennende Tonne. Ein bisschen dick aufgetragen vielleicht. Aber deutlich mehr Penner-Style als das hier. Okay, kann er sich mit einem Schlauch zudecken nachts? Nein, das ist nichts für ihn. Es ist noch zu heil, nicht Penner-Style genug. Okay, Bananen können wir ihnen einen Köderfisch geben? Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Okay. Da brauchen wir Schuhe für. Wo kriege ich jetzt Schuhe her? Gold, gib mir deine Schuhe. Jetzt. Bitte. Tu es. Hey, Gold. Alles gut bei dir? Ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Okay. Keine Spur von Donnergoal. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht. Und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Ja, leider jedes Mal, das stimmt. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Im Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Okay. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Das ist ja, der Typ dahin. Thema beendet. Okay, wusste ich gar nicht. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nein, nicht im Geringsten, meine Liebe. Nicht im Geringsten. Ja, gut. Wir brauchen einen Schuh. Und vor allem müssen wir das Klopfzeichen-Ding knacken irgendwie. Haben wir sonst irgendeinen Hinweis darauf? Nicht wirklich, ne? Mit dem Zettel auf die Tür geht auch nicht, ne? Ich kann hier auch nicht aufs Inventar zugreifen, das geht überhaupt gar nicht. Hä? Eins. Ja. Eins, zwei. So. Eins, zwei. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich klopfe einmal. Er klopft einmal zurück. Ich klopfe zweimal, weil ja Plus ist. Jetzt müsste ich weniger oft klopfen, ne? Falsch. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Eins, zwei, drei... Das müsste 4 sein. 1, 2, 3, 4. Drei, vier. Jetzt hat er dreimal. Ist 1. Plus 4 ist 5. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus,
Bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. Wieso habe ich das jetzt geschafft? Ich hatte wahrscheinlich einfach die falsche Starterzahl, kann das sein? Egal. Wusch! Sehr gut. Janosch, wow! Nein. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Okay. Dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt. Aber er wollte einfach nicht hören. Oh oh. Wir haben einen brennenden Reifen. Und wir haben Delfine. Und vor allem, wir haben Toni. Haben wir da. Janosch. Wo haben Sie nur so schnell diese Uniformen herbekommen? Hey, Janosch. Ah. Rufus, du dem Organon und so. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wieder Erfolg haben. Okay. Ganz kurzen Augenblick. Ich kann gerade nicht ins Menü, Moment. Ich gehe dann mal Tauchboote jagen. Oder? Viva la Revolution! So, ganz kleinen Augenblick. So, Musik passt jetzt so, hoffe ich. Die ist nämlich sehr laut in diesem Bildschirm. So, hey, Janosch. Hey, Janosch! Ah, Rufusch, tot dem Organon und so. Jo, definitiv besser. So, was treibt Toni denn hier? Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Verwickte Gagdonne. Nie gehört. Okay. Das ist ja ein netter Spitzname für Rufus. Was hat es eigentlich mit diesen Torpedo-Delfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst, sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Bichar zu bestellen. Oh, okay. Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja. Im Gadget-Job auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Der Schobomark hat mir Feuerwächte Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Okay. Gut zu wissen, weil da wollen wir ja rein. Donner ist untergetaucht. Da wünschte ich fast, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Pizza auch sehr lecker. Boah, das glaube ich dir, dass die Pizza sehr lecker war. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Bobel? Igidigid, aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen will hier in der Kanalisation auch niemand. Und stehen sogar langsam die Duftbäume aus. Okay. Ich gehe dann mal Tauchboote jagen. Du das. Viva la Revolution.
Gut, Planschbecken, oh mein Gott. Ich kann mit denen reden? Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Rufus, untersteh dich. Planschbecken, das übrigens ein Schnabeltier ist. Oh, wie süß. Okay. Okay, but first things first. Haben wir hier vielleicht einen Aufkleber? Nee. Nee, hier nicht. Geh mal zur Seite. Nein, hier ist nur Kreide. Gulli. Okay, egal. Ich schau mir mal die Durchreiche an. Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Drogen verpflegen. Wow, das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama. Also hat er seine Mutti mitgebracht. Das ist ja toll. Ich fass den mal an. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten, aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ich sehe keine nette junge Dame. Und was ich mich auch frage, warum waren die Untertitel jetzt hier oben? Hat er das denn gesagt? Ha. Nun gut, können wir uns hier sonst noch gerümpel? Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ja, das glaube ich. Okay, hier ist noch mehr Gerümpel. Gulli. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ach so, ich kann da rüber. Ah, okay. Gut, dann Kanister. Das Dieselöl ist alle. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten. Aha, nehme ich mir. Danke. So. Oh Gott. Es wundert mich eigentlich nicht, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt. Tja, Pech gehabt, Toni. Ich habe jetzt nämlich eine richtige Freundin. Also zwei Drittel davon. Zurückgekrochen. Natürlich, Rufus, natürlich. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Oh, Toni. Was machst du hier überhaupt? Ich könnte dich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren holen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keine
keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westburg hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Deshalb scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten.